Und jetzt gehen wir für ein paar Minuten in Kanton Zürich, und zwar nach Wiesendangen. Warum gerade Wiesendangen, fragen Sie? Man hat mir gesagt, dass es dort ein Schmiedefest gäbe. Das hat eigentlich interessant tönt, denn der Schmiedeberuf ist ein nicht allgegenwärtiger Beruf. Und so bin ich dann im Mai von dem Jahr bewaffnet mit Kamera und Stativ nach Wiesendangen gereist. Das Resultat von dem kurzen Trip sind gute 8 Minuten Aufzeichnungen von den verschiedenen Segmenten, wo man innerhalb am Schmiedeberuf antreffen kann. Jetzt muss ich aber, oder wenigstens möchte ich noch erwähnen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von diesem Beruf. Und dass ich die kurze Filmaufzeichnung ohne Kommentar vorbeigehen lassen werde. Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel. Was ich allerdings auch noch hoffe, ist, dass ich mit diesen Aufnahmen allein kann mehr oder weniger zeigen kann, was der anspruchsvolle Beruf so alles abverlangt von den Männern und Frauen, die ihn ausüben. Thema Frauen und Schmiedeberuf. Ich war ganz erstaunt, als ich eine junge Frau gesehen habe, an einer Maschine zu arbeiten. Ein Ausüben von diesem Beruf verlangt, nebst viel Kreativität, doch einiges an körperlicher Kraft und ganz sicher eine gesunde Natur. Sie schauen immer noch Leute. Heute mit dem Segment ein ausserkantonales Leute. Und da wir eben in Wiesendangen sind, werden Sie wahrscheinlich niemand groß sehen, wo Sie kennen.
90 seconds. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, start. Also ich glaube, oder ich bin ziemlich sicher, dass es da zum Schluss um einen Hufeisenwettbewerb gegangen ist. Denn die jungen Schmiede haben auf ein Kommando angefangen zu arbeiten. Und die zwei Herren da, ich nehme an, das sind Experten, haben das Endresultat sehr genau angeschaut und inspiziert.